Herzlich willkommen zurück zu Laisa Sophia. Mit dabei ist der Basti. Hallo. Das ist ja so meine Zähne sind bestimmt gelber, nee, nicht gelber, heller als mein Kopf. Wahrscheinlich. Also grinse ich jetzt. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Liars of Sophia. Mit dabei ist der Basti. Der Basti. Von unserem Team. Ja. Und ich habe da ein bisschen, wir haben jetzt ein bisschen spielen müssen, weil es nämlich meine Speicherstänge nämlich zerschossen hat. Und bevor wir jetzt lange weiter reden, machen wir jetzt einfach weiter. Ich hoffe, vom Ton her passt alles. Und ein bisschen lauter. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, ist es ein Mann oder ein Kerl auf den? Mann oder Kerl? Nee, ich weiß es nicht. Also. Ich glaube, das ist schon. Das ist. Nee. Keine Frau. Stimmt. Nee. Nee. Das ist echt schwierig. Also, das ist Künstler hinzukriegen, dass man. What the fuck ist das? Warum? Ja, Kinder halt, ne? Die machen halt sowas, ja. Spielen immer ein bisschen. Klar. Mit dem Käppchen. Okay, da weiß ich jetzt nicht. Oh, shit. Oh, fuck! Warte, ich kann das lesen. Ich bin gut. Ja. Male tief lügen. Ja, okay. Oh, Mann, ey. The fuck. Ah, man. Ich mag Horrorspiele. Du musst ja nicht spielen. Oh, die sind voll geil. Ist ganz schön warm, oder? Das war eine Ratte. Ist das ein Kerl oder ist das? Es ist weg. Es ist weg. Boah, ist gruselig. Es ist gruselig. Oh, Mann, ey. Schau mich nicht so an. Was habe ich davor gelesen? Das Spiel verändert sich, wie man das Spiel spielt. Also ja, es genau. Gibt mehrere Abläufe. Ja, genau, es gibt wahrscheinlich mehrere Enden, wahrscheinlich auch. Ja. Und. Ach, das schaut vertraut aus. Wenigstens ist es Kissen auf Stühlen. Mich regen die voll auf, die riesigen Kissen auf Stühlen. Die kann ich, also was soll man damit machen? Kann man sich nicht mehr drauf hocken. Ah. Ich tue die immer runter. Die tust du immer runter? Ist das auch? Nee, weißt du. Doch. Ja, dann hörst du das. Ja, es funktioniert alles. Die Technik funktioniert. Oh, fuck. Das hat eine Probleme. Manchmal bin ich auch froh, wenn etwas abgeschlossen ist, muss ich ehrlich mal sagen. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Doppler-Effekt. Du bist einfach zu schnell an dem Bild vorbeigegangen. Genau. Ist auch verschlossen. Und schauen wir weiter. Erinnert mich irgendwie an die Bude, wo wir nochmal entdeckt haben. Ja. Schon irgendwie. Alles so abgefuckt. Alles irgendwie so abgefuckt, ja. Oh, ein Giseur. Von 1468. First step is the hardest. Ja. Oh, jetzt sogar mit deutschen Untertitel. Ja, davor war es nicht so, gell? Nee, davor war es echt nicht so. Und schauen wir mal rein, ey. In welchem Jahr spielt das eigentlich, das Spiel? Ich denke so in den 40ern. Ich weiß nicht, schon irgendwie alt. Frei. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ist das. Ist es nicht so, dass wenn sich eine. Wenn da solche. Vampire! Oh, what the fuck, Alter, lass mich mal ausreden, ey! Wenn da einfach so eine Zwiebeln sind, dass irgendwie eine Hexe oder sowas ist, war das Knoblauch. Nicht so? Knoblauch, ja? Ja, Vampire, also. Ach! Oder sowas. Hey, danke! Ich wollte ja gar nicht rein. Ja, guck auf die Tomate, was ist mit der Tomate passiert? Ja, halt die Fresse! Ich will ja nicht. Ah, fuck! What the fuck? Jetzt geht's los! Schnell zum Licht! Boah, was ist das? Totenschädel. Nee, ist das Gemüse? Hallo? Hallo? Kannst du bitte aufhören? Danke. Oh, hoffentlich hört's nicht auf. Der unendliche halt die. Da kann ich. Verschlossen. Oh nee, ich will da nicht rein. Ah, im Dunkeln zu gehen ist immer das Schönste. Wenn ich dich jetzt nicht mitnehme. Hallo? Oh Gott.
Ja, selbstverständlich ist natürlich die Tür offen. Ja, ist offen. Hey. Man sieht aber echt nicht so viel. Ich sehe gar nichts. Geh einfach rückwärts. Ja, ich gehe rückwärts. Du gehst, glaube ich... Oh, da ist ja die Wand. Hä? Nee, hast du gerade... Natürlich, da ist die Wand. Ist die Tür vielleicht eingemauert? Ja, die Tür ist eingemauert, ja. Ah, okay. Das Beste kann ich auch nicht nehmen. Ich dachte, du wärst neben der Tür gegangen. Nee. Aber wenn die verschlossen ist, kann ich dann nicht irgendwie neues Licht anmachen oder was? Hat da nichts? Nee. Ist es so ein Spiel, wo dann so ein Monster kommt und dich verfolgt und du musst wegrennen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Das ist... Bis jetzt noch nicht. Und was ist die Geschichte? Wir sind da... Du hast gesoffen und du bist irgendwie wieder da und du bist irgendwie... Ist alles komisch. Alles klar, wir wissen es also nicht ganz genau. Warte mal, vielleicht... Kann ich das Bild einfach mal wieder... Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Das ist ein Stück Haut. Das war da mitgenommen. Ja, ist logisch. Achso. Blub, 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 blub. Okay. Ja, ich glaube jetzt war da. Oh, sehr schön. Ja. Das ist nicht der Raum, wo wir davor waren, oder? Ganz am Anfang, glaube ich, war das. Oh ja, das war der Anfang, ganz. Formlose Träume, ja. Kann ich da noch irgendwas machen? Ah, ich kann die Haut da hernehmen. Was passiert, was auf dem Bild? Guck hin. Das ist verschmiert, hier sind zwei Schwäne. Späne? Nee, Pelikane. Pelikane. Das sind immer noch. Oh, Scheiße. Da steht was. Ja. Ein bisschen Haut sammeln. Ja, das ist genau das gleiche, was er gerade gesagt hat. Okay. Vielleicht kann ich das wieder hinnehmen. Kann ich das hinnehmen? What the fuck, wieso ist das jetzt da drin? Ich hab keine Ahnung. Hast du es überhaupt in die Leinwand getan oder hast du es da... Achso, und das ist wahrscheinlich deine Sammlung, ne? Da kommen wahrscheinlich immer mehr Hautstückchen rein. Oder irgend sowas. Du musst das Bild immer im Watte ergänzen. Vielleicht, ja. Das könnte vielleicht sein, ja. Für was auch immer er das macht. Wir wissen es nicht. Boah. Also die Räume, die haben immer andere... Die Türen verändern sich einfach immer. Ja. Der Ingenieur, wo das baut hat oder entworfen hat, der das ist, glaube ich, echt ein Genie. Das ist wie das Spiel Ramses Pyramide oder sowas. Links oder rechts? Komm, links. Ja, Linkshänder. Ah. Ha, geht nur nicht. Das geht nur rechts. Diskriminierung, ha? Ja, ist echt so. Ich habe keine Füße. Und du musst schon hingucken, wenn was Gruseliges passiert. Das ist das Problem. Passt. Ah, Vergangenheit. Ja. Komm schon. Seit wann gibt's Aufzüge? Das ist bestimmt schon seit den 20ern, glaube ich. Da irgendwie... Ah, schön. Ich weiß gar nicht, ob das sein Haus ist. Weiß ich gar nicht mehr. Da ist gerade irgendwo eine Tür zugegangen. Aufgegangen. Da hinten. Was ist da rechts? Oh ja. Ah, das ist das Scheißbild. Ah, boah. Ah, ich liebe Gemälde. Ich hasse sie. Also, das ist gar kein Psychoraum. Oh, ein Schlüssel. Kann ich das noch aufmachen? Das kannst du mal schon lesen, weil ich habe da überhaupt null Interesse. Ja, das kenne ich schon, tu es weg. Oder war ein Schatten? Nee, da bist du jetzt. Oh. Ich kann es aufmachen. Mach auf. Es ist nur ein Gemälde.
Und das Gemälde spielt das Lied. Hörst du auch, oder? Ja, ja. Don't make me beg. Whoa, whoa, whoa. Ist er das, der das sagt? Oh, oder? Damn, man, was ist denn jetzt los? Oh, ja. Okay. Also, das war's. Ich lasse euch mal alleine. Ah, okay, da war das. Da ist nichts mehr zum Holen. Und ist verschlossen? Was brennt da? Ist da nicht drin? Oh, da ist noch eine Tür. Ist ein bisschen schleimig. War das ich jetzt oder war das... Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir erstmal die Türen auf. Achso, das sind Bücherregale. Wer versteckt denn Bücherregal? Das ist so eine schöne Deko. Ja, okay, das ist okay. Versteckt den Klamotten, das ist so schöne Klamotten. Okay. Aber echt? Oh, da ist der Dachboden. Siehst du das? Ja. Was ist das? Ein Feuer. Da brennt's. Aber nicht im Dachboden, sondern. Ist ganz normal. War da irgendwas? Was zur Hölle brennt? Ist das nicht das Klavier? Ich dachte, das wären Leichenteile, aber nee. Weiß ich nicht. Ja. Okay, da hinten. Sagen wir, es ist das Klavier. Dachboden sind voll gruselig. So alte. Das ist nicht schön, was ich vor allem, da... mein Opa hat immer. Er hat früher Särge hergestellt und wir haben sie oben auf dem Dachboden gelagert. Ohne Scheiß. Ja. Und da war mal. Also es war noch vor meiner Zeit, da war meine Mutter, ist da mal hochgegangen auf dem Dachboden und da war immer so ein Kindersarg und vor denen hatten sie am meisten Angst. Oh Scheiße. Laute Särge auf dem Dachboden. Oh, come on! Ah, ah, fuck the shit. Ja, genau sowas hatten sie auch. Go away! Ah, Mann, ey. Dass du dich nie erschrickst oder so, bin ich da echt so empfindlich drauf. Mann, es ist einfach nur, es ist ein Fluch. Ich erschrecke mich so innerlich. Sollen wir der Ratte folgen? Was sind Mausefallen? Mäusefallen? Mausefallen. Da ist wieder was. Da könntest du ihr gerne lesen. Lack of motivation, ja. Es ist Suicidal Tendencies. Also Selbstmord. Warte mal. Suizid. Oh, 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 oh. Ja, ne? Keine Ahnung. Wir lesen okay. Nichts durch. Das ist zu viele Warte. Aufgaben für uns, wenn wir was mitlesen. Das ist aber schon. Ich glaube, das gehört uns gar nicht. Das Haus. Und ich glaube, da werden ganz schön kranke Sachen gemacht. Ach, warum ist das offen? Ach komm, nein, da gehe ich nicht rein. Da war eine Ratte an der Decke, irgendwas war da. Ich will erstmal da schauen, was ist das? Make up your mind! Was? Entscheide dich. Ah, das heißt entscheide dich, okay. So. Ich dachte, mach deinen Kopf klar oder so. Ja, das, ja. Das ist keine Ratte an der Decke, das ist einfach nur eine Lampe. Hey, ganz ehrlich, wir machen so ein Deko draus. So eine Wenn Kerze ich das anschaue, dann schaut es mich wahrscheinlich noch an. Wobei, dann würde ich echt Zustände kriegen. Aber dann muss irgendwas gruselig passieren. Das sieht man eigentlich... Ah, das ist glaube ich schon neu. Von der Karte her. Ja, okay. What the fuck, was ist das für eine Weltkarte? Ah, da sind die Ozeane, okay. Also die ganz moderne. Aber das glaube ich kann nicht sein. Wieso? Es sei denn, das Haus ist einfach uralt. Wer stand da? Das ist nämlich schon Alaska und das ganze Zeug. Aber ich glaube, das wird die meisten Leute nicht interessieren. Aber egal. Oder was sagst du? Ja, ich kenne mich. Also nach den 50ern auf jeden Fall. Ja, kann schon sein. Kann schon sein.
Ich überlege die ganze Zeit, wo Hitler drin gewohnt hat. Oh, fuck!